Moin Moin und herzlich willkommen zum Smalltalk-Montag, dem Montag, an dem ich mit dir über das schnacke, was hier so los ist, was die Fotoschule betrifft, was mich bewegt hat, was mich betrifft und alles das, was so anliegt. Das gab es jetzt die letzten Montage immer mal wieder, relativ regelmäßig sogar. Mal gucken, die nächsten Wochen erstmal vielleicht auch noch, aber von den Reisen sicher nicht, so wie das im Moment aussieht. Macht aber nichts, heute Smalltalk-Montag. Und da gibt es als erstes eine richtig tolle Nachricht für dich, aber auch für mich. Und zwar betrifft die Fotoreise in Rom. In den letzten Smalltalk-Montagen habe ich immer wieder gesagt, Rom, Fotoreise, da wäre es super, es würde noch jemand buchen. Das ist jetzt passiert. Das heißt, Rom, Fotoreise, Oktober 2018 findet sicher statt. Und was gibt es Geileres als Rom im Herbst? Das ist das Beste, was man so machen kann, meiner Meinung nach. Das Wetter ist oft noch sehr, sehr schön. Ganz anders als hier in Norddeutschland oft, so Mitte Oktober. Und es sind tolle Laubfärbungen, gute Stimmung. Man kann noch draußen Mittag essen, wenn die Abende lau sind, vielleicht sogar noch draußen Abendessen. Mega Sache. Rom-Fotoreise im Oktober. Mein Rat an dich. Guck dir das an, Infokarte oder Videobeschreibung. Da gibt es noch ein paar freie Plätze, aber sie findet auf alle Fälle sicher statt. Jetzt gucken wir uns als erstes mal an, was hier so rumsteht. Das hat einen einfachen Grund. Es hat den Grund, dass ich ein Bild gepostet habe, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram in der Story, zu meinem Videorig. Und da sind natürlich Fragen aufgetaucht und da möchte ich jetzt ein bisschen was zu sagen. Das Ding steht neben mir. Wir gucken es mal an. Das erste, was ihr seht, ist hier ein Cage. Es ist ein Cage von Smallrig. Dieser Cage ist ein Universal-Cage. Das heißt, ich habe keinen Cage gekauft, der explizit zur OMD EM1X passt, sondern universellen. Warum ist das so? Das ist, oder erstmal, den Cage zeichnet aus, er besteht aus zwei senkrechten Stangen und zwei Aufnahmen hier unten. Das ist im Prinzip das, woraus der gesamte Cage besteht. Ich habe den so gekauft, weil ich manchmal nicht mit der EM1X filmen möchte, sondern mit der EM1 Mark II oder auch einer anderen Kamera. Und dann kann ich die Kamera hier einfach über eine Arca Swiss Aufnahme, die ich hier eingebaut habe, rausnehmen, die Stangen runtersetzen, nach unten setzen, damit kommt der gesamte Schwerpunkt ein bisschen tiefer und eine andere Kamera einbauen. Deswegen habe ich den universellen gekauft, das ist der einzige Grund. Ansonsten kannst du natürlich sehr gut auch einen Small Rig Cage kaufen, der genau an deine Kamera angepasst ist. In meinem Fall kam das eben aus den jetzt eben genannten Gründen nicht in Frage. Jetzt baue ich das Ganze hier mal schnell von dem Stativ runter, damit wir ein bisschen tiefer kommen und ihr ein bisschen genauer noch hingucken könnt und ich auch ein bisschen mehr in die Kamera noch zeigen kann. So, wie ist der Cage ansonsten aufgebaut bei mir? Ich habe hier unten einen Händel, das ist ein festmontierter. Ich habe hier oben einen Händel mit einem Quick-Release, den ich also schnell auch mal abnehmen kann. Warum habe ich zwei Händels dran? Manchmal möchte man verkehrt rumfilmen. Ja, das ist ja für das Videosignal im Prinzip egal, aber es gibt Momente, wo man eben vielleicht mal das Ganze verkehrt rumhalten muss und deswegen gibt es einen zweiten Händel. Unter dem Händel ist eine Arca Swiss kompatible Platte. Das gilt übrigens auch für diese Seite. Warum ist die an der Seite? Manchmal möchte man hochkant filmen. Wozu? IGTV. Dann haben wir hier jede Menge Hot Shoes montiert. Also hier sind überall so Aufnahmen, so Blitzschuhaufnahmen von Smallrig, die ich da drauf montiert habe. Die sorgen dafür, dass ich mit sehr viel Zeug sehr schnell daran kann. Unter anderem hier, lass mich kurz gucken, mit so kleinen Hotshoe-Aufnahmen mit Kugelkopf oben drauf. Das heißt, die kann ich hier schnell drauf montieren, hier einfach reinschieben in den Hotshoe und dann habe ich hier einen Kugelkopf und kann was weiteres auf dem Kugelkopf mit einem Stativgewinde montieren. Das finde ich sehr praktisch und viele meiner Geräte haben Hotshoe, wie beispielsweise sowohl die Videoleuchte, die zeige ich euch gleich nochmal, wie beispielsweise hier die Rot-Funkstrecke. Die Funkstrecke, das ist hier so eine Rot-Videolink-Funkstrecke, die ist hier drauf montiert. Und die zweite nimmt jetzt hier auf. Ich habe auch noch eine Sennheiser-Funkstrecke. Die sind hier dran montiert und übertragen den Ton von dem, der spricht, zu dem Konstrukt hier. Obwohl hier externer Ton montiert ist im Moment, habe ich hier noch ein Rot-Video-Mic. Das ist hier oben drauf. Hier ist die tote Katze vor. Ich versuche die mal kurz abzunehmen hier, so, damit ihr was sehen könnt. Hier ist das Rot-Video-Mic. Das Rot-Video-Mic speist direkt den Eingang der Kamera. Warum ist das so? Erstens, manchmal möchte ich vielleicht nicht mit einer Funkstrecke unterwegs sein und die irgendwo an jemanden montieren. Oder das macht vielleicht auch keinen Sinn, weil ich die Umgebungsgeräusche aufnehmen möchte und nicht irgendwie gezielt von jemandem, der spricht. Zweitens, selbst wenn ich ein Interview führe, so wie ich es gestern damit gemacht habe, und die Funkstrecken montiert sind, also auch die zweite hier noch montiert ist, möchte ich den Ton in der Kamera auch noch in sauber haben, und zwar in sauberer, als er aufgenommen würde, wenn es das Kameramikrofon aufnehmen würde.
als Backup, aber gleichzeitig auch, um hinterher besser die Tonspuren synchronisieren zu können mit der Tonspur, die hier im externen Aufnahmegerät gelandet ist. Das ist ein Zoom H6. Das nimmt hier den Ton separat auf. Das heißt, die Funkstrecken gehen direkt in das Zoom und nehmen hier auf. Theoretisch könnte man aus dem Zoom auch über den Line-Out die Kamera wieder speisen. Dann hätte man die Zoom-Funkstrecke direkt in der Kamera. Das mache ich nicht, weil daran geht das Backup im Prinzip flöten. Weil wenn dann irgendwas auf der Zoom-Aufnahmespur nicht stimmt, ist auch meine Backup-Spur, die ich direkt über das Rode VideoMic in die Kamera eingespeist habe, defekt. Dann habe ich hier oben drauf eine Videoleuchte. Die stelle ich euch demnächst nochmal separat vor. Hier seht ihr sie. Die ist sowohl in der Stärke einstellbar, machen wir nicht zu hell jetzt hier, aber so, als auch in der Farbtemperatur einstellbar. Die sitzt auch hier oben auf einem Hotshoe, ist hier schwenkbar, kann ich also noch ein bisschen hin und her schwenken und theoretisch kann sie auch RGB, das heißt, sie kann auch noch ganz andere Farben erzeugen. Wie gesagt, dazu gibt es demnächst separat nochmal ein Video. Jetzt montiere ich das Ganze wieder hier drauf, so. Also ich bin gefragt worden, wie schwer ist das? Schwer. Ja, also es ist schon etwas, was man auf dem Stativ benutzen möchte. Warum möchte man so ein Cage überhaupt auf dem Stativ haben? Damit man alles beisammen hat. Denn stellt euch vor, ihr habt den ganzen Krempel am Stativ irgendwie anders montiert, über einzelne Schienen und so ein Zeug. Und dann müsst ihr loslaufen. Dann müsst ihr das Stativ tragen, um damit loszulaufen. So, rausnehmen, los geht's. Den Ton monitoren tue ich hier mit einem Beyerdynamic DT990 Pro. Ein sehr, sehr schöner Kopfhörer. So ein typischer Tontechniker-Kopfhörer. Macht richtig viel Spaß und kann man mega den Ton mit monitoren. Gefällt mir mega. Und manchmal, ich zeige es nochmal hier, nehme ich auch auf einem externen Aufnahmegerät auf. Dann montiere ich die Powerbank, die hier schon liegt, erzähle ich gleich noch zwei Worte zu, hier noch auf dem Händel und montiere hier an der Seite das Aufnahmegerät beziehungsweise oben den Monitor in aller Regel, der dann direkt auf eine Festplatte aufzeichnet. Die Powerbank brauche ich, weil das Blackmagic-Zeug, der HDMI zu SDI-Konverter, Strom braucht. Und, jetzt sind wir schon direkt bei der Powerbank, der braucht mehr Spannung, als normalerweise in so einer Powerbank drin ist, nämlich mehr als 5 Volt. Das heißt, diese Powerbank hat zwei 5-Volt-Ausgänge und einen Ausgang, der kann 5 Volt, 9 Volt und 12 Volt. Das hat den großen Vorteil von dieser Powerbank, 24 mAh-Stunden, Link unter dem Video, weshalb ich die gekauft habe. Lädt eben auch mein Handy sehr, sehr oft und sehr, sehr geil. Nicht stromlos, da habe ich auch eine Powerbank, die benutze ich aber wenig, weil ich tatsächlich mit diesem Ding hier, glaube ich, im Moment sehr gut fahre. So, das Video, Rick, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und ich versuche, eure Fragen zu beantworten. Ich räume das hier mal so ein bisschen beiseite, damit es hier nicht alles so komplett im Weg rumliegt. So, ich versuche, eure Fragen dann in den Kommentaren zu beantworten. Urlaubspost ist eingegangen. Eine Karte aus Bielefeld von Barbara Schneider. Vielen lieben Dank, Barbara, für deine Karte. Das ist wirklich mega. Ich freue mich wirklich über jede dieser Urlaubskarten. Das ist total verrückt und totaler Wahnsinn. Und du siehst es auch, egal wo du Urlaub machst. Schick mir eine Karte. Adresse ist eingeblendet. Ich freue mich da ganz, ganz doll drüber. Ah, dann habe ich noch was gekauft. Lass mal hier rübergreifen. Fällt mir gerade so ein, ganz spontan, bevor ich zum nächsten Thema komme. Ich habe hier von Netgear einen Nighthawk M1 gekauft. Das ist hier ein mobiler Router. Ich möchte nämlich auf ausgewählten Fotoreisen Internet dabei haben, sodass die Teilnehmer ins Web können, zum Beispiel wenn wir Bus fahren oder wenn ich den Bus fahre, das Internet zur Verfügung steht. Das werden wir jetzt, also insbesondere da wird es das geben, wo E-Karten gekauft werden müssen, weil unsere europäischen oder deutschen SIM-Karten nicht funktionieren. Als erstes ausprobieren möchte ich das jetzt in Georgien und dann gucken wir mal, wie sich das bewährt und ob das Gerät bei mir bleibt oder im Zweifel auch nicht. Dann gibt es zwei neue Workshops in Hamburg und zwar einen Grundlagen der Fotografie für Kinder und einen Grundlagen der Fotografie für Jugendliche. Unterscheidet sich nur in der Altersspanne und ein bisschen natürlich auch didaktisch im Aufbau. Beide im Oktober diesen Jahres in den Hamburger Schulferien. Wenn du jemanden kennst, der schulpflichtige Kinder hat, gib ihm doch super gerne den Link, der hier über die Videobeschreibung zu erreichen ist oder einfach auf FF-Fotoschule oder du folgst der Infocard oder wie auch immer. Auf alle Fälle, gib den Link doch super gerne weiter. Dann können Eltern ihre Kinder in den Herbstferien einen Tag zu uns geben mit einer sinnvollen Beschäftigung. Wir lernen gemeinsam Fotografie. Miriam, meine Dozentin, macht das. Bei diesen ersten Veranstaltungen werde ich sehr, sehr wahrscheinlich auch dabei sein. Und die Kinder sind auch versorgt bei uns mit Essen und Getränken. Insofern, die haben einen guten Tag, tun was Sinnvolles, haben jede Menge Spaß, lernen noch was und die Eltern haben einen entspannten Ferientag. Wenn du da Bock drauf hast, dann wie gesagt, folge der Infokarte. Ein weiterer Workshop, der neu im Programm ist, ist Light Painting in Duisburg im Landschaftspark.
Wie ist dazu gekommen? Ich war vor kurzem ja zum Lightpainten im Landschaftspark im Rahmen der Olympus Workshop Sommertour und unterstützt hat mich dabei Martin. Martin ist jemand, der schon ein paar Mal mit mir verreist gewesen ist und dann auch immer dort geile Lightpaintings gemacht hat, gemeinsam mit mir. Und gleichzeitig ist er jemand, der sehr, sehr lange schon Lightpaintet, sehr viel Erfahrung hat. Und er war auch gerade mit Hans Altenkirch in der Provence und die haben danach die Lavendelfelder ausgeleuchtet und Fotos davon gemacht. Provence-Fotoreise nächstes Jahr, du weißt es. Jetzt erstmal Martins Lightpainting-Workshops im Lapandu. Martin ist jemand, der sehr viel Erfahrung hat, sehr viel Wissen hat, an sehr vielen auch internationalen Lightpainting-Projekten schon mitgearbeitet hat und der hat sehr viel Zeug. Das heißt, auch wenn du wissen willst, was ist für dich als Einsteiger sinnvoll anzuschaffen, was sind die ersten Tools, die ich mir vielleicht besorge und dann zusammenbaue und wie komme ich zu den ersten Lightpaintings, zu den ersten Figuren und zu den ersten grafischen Elementen, wie leuchte ich eine Location aus, all das in den Lightpainting-Workshops für Einsteiger in Duisburg. Auch hierzu der Link unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dann möchte ich jetzt etwas tun, was ich die Sendung von letzter Woche betrifft, nämlich von meinem Hilfeaufruf für Georgien. Beim Thema Hilfe für Georgien sind wir schon beim Thema quasi. Hilfe für Georgien haben wir jetzt auch als Facebook-Seite eingerichtet. Super gerne geh darüber und hinterlasse ein Like auf der Seite. Da wirst du alles das erfahren, was mit Hilfe für Georgien zu tun hat. Und Hilfe für Georgien ist hier mega angelaufen. Vielen lieben Dank an alle, die uns mit Sachspenden unterstützt haben. Wir haben also mehr als ein Handy, sage ich mal ganz offen. Nämlich, ich glaube, aktuell 6. Und wenn ich es richtig sehe, sind da noch ein paar im Zulauf. Das ist wunderbar, weil wir werden natürlich auf mehr Menschen treffen, die ein etwas aktuelleres Handy gebrauchen können als eins, was 10 Jahre alt ist. Und wir haben auch jede Menge Kinderkleidung. Vielen lieben Dank. Wir haben ein bisschen auch Kindersachen gekauft und ein bisschen warme Decken gekauft und so weiter. Wenn du helfen möchtest, schreib mir super gern. Kannst du schreiben an frank@bestefotoschulevonwelt.de. Es gibt auch eine offizielle Mailadresse, nämlich info@hilfefürgeorgien.de. Aber schreib mir persönlich gerne an frank@bestefotoschulevonwelt.de erstmal. Denn ja, dann kann ich es ein bisschen koordinieren. Aktuell brauchen wir jetzt so ganz dringend nichts, außer eventuell noch eine Nähmaschine. Wenn also jemand eine Nähmaschine hat, dann melde dich auf alle Fälle unter dieser Mailadresse. Ja, ansonsten brauchen wir jetzt aktuell nichts, weil wir nicht mehr mitnehmen können. Aber wenn das Thema zum Laufen kommt, brauche ich eure Hilfe dauerhaft. Hilfe von euch, Hilfe von euren Freunden und Hilfe von den Freunden eurer Freunde. Aber dann komme ich neu durch. Jetzt erstmal vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben und alle, die auch weiteres angeboten haben, auch mitzuhelfen, an die moralische Unterstützung. Mega, mega, mega. Vielen lieben Dank an Sandro und Birgit, die schon ganz aktiv mithelfen. Vielen lieben Dank an Claudia und Thomas, die Bilder gesendet haben vom letzten Jahr, die wir benutzen können. Und vielen lieben Dank an Thorsten, der sofort angeboten hat, auch Bilder zu senden und vor allem auch sonst mit zu unterstützen. Daumen nach oben auch für euch, an die Helfer, die aktiv an dem Projekt mithelfen. Das ist super. Aber vor allem eben an die Community, die mit Sachspenden und moralischer Unterstützung zur Verfügung gestanden hat. Und dann habe ich noch ein letztes Thema, ein Thema, was mich nachdenklich macht. Ich habe vor kurzem einen Facebook-Post geteilt, da ging es um das Thema Stierkampf in Spanien und auch natürlich habe ich geteilt meine Hilfe für Georgien-Aktion und ich habe auch geteilt einen Beitrag, da ging es um die Überfahrt von Greta zum Weltklimagipfel und all diese Dinge stießen auf sehr unterschiedliche Reaktionen. Einmal die Fraktion, die sagt, okay, ja, gesunder Menschenverstand, erstmal das Naheliegende, bin ganz deiner Meinung, Frank. Dann derer, die sowieso sagen, alles Fake, alles Quatsch, alles dummtüch. Und dann diejenigen, die sagen, ja, aber, ich mache es jetzt einmal am Stierkampfthema nochmal fest, diesen Stieren geht es viel, viel besser als der deutschen Massentierrinderzucht. Denn die Stiere werden gepäppelt und behandelt wie sonst was, damit sie eben dann würdevoll im Stierkampf sterben können. Würdevoll im Stierkampf sterben. Also mal ganz ehrlich, man muss doch die Kirche mal im Dorf lassen. Ich finde, wir Deutschen, wir neigen dazu, immer zu tun, als sei, müssten wir alle Probleme auf einmal lösen. Und da bin ich eben ganz anderer Meinung. Ja? Ich habe auch Kritik geerntet von Menschen, die gesagt haben, hilf doch in Deutschland bei einem Hilfsprojekt. Ja, wenn das dein Anliegen ist, mach das doch selber. Wenn jeder ein bisschen was tut, dann tun alle etwas. Und wenn alle was tun, dann wird irgendwann allen geholfen und die Welt wird besser. Ja, es ist doch klar, dass nicht einer die Welt retten kann. Wenn wir alle uns mit anstrengen, wenn wir alle uns mit bemühen, wenn wir alle, jeder sich eine Sache suchen, wo wir im Kleinen helfen können. Und ich glaube, dass mit Hilfe für Georgien, im Moment betrifft es ja überwiegend ein paar Familien in Chaktubo, ist nur ein heißer Tropfen auf den, ist nur ein kleiner, wie heißt das hier? Ein
ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Genau, ich glaube, so heißt es. Das ist mir schon klar. Und natürlich gibt es hilfsbedürftige Menschen in Deutschland, denen auch geholfen werden muss. Es gibt Kinder, die Hilfe brauchen in Deutschland. Es gibt Rentner, die Hilfe brauchen in Deutschland. Geh in deine Nachbarschaft und helfe dort. Wenn das dein Anliegen ist, mach das. Meine emotionale Verbindung zu Georgien besteht aufgrund der Reise des letzten Jahres und der Dinge, die ich da gesehen habe. Deswegen helfe ich jetzt da. Wenn du in einem anderen Land helfen willst, also egal ob in Deutschland oder woanders, hilf da. Wenn du die Umwelt schützen möchtest mit Einzelmaßnahmen, tue das, kauf keine Plastiktüten, sorge dafür, dass du weniger Fleisch isst und so weiter, fahre weniger mit dem Auto und geh mal ein Stück zu Fuß. Das, wenn jeder im Kleinen anfängt und jeder irgendwo ein bisschen was tut, dann ist dieses bisschen, was jeder tut, eine ganze Menge für alle. Das wollte ich ja einmal loswerden, um so ein bisschen zu sagen, okay, die Kritik ist zwar berechtigt, aber unter uns, jeder sucht sich das raus, was er für sich für das Richtige hält. Und so auch ich. Ich helfe jetzt im Moment erstmal in Georgien. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Montag. Ich hoffe, du kannst auch mit diesen politischen Botschaften in diesen Videos irgendwie leben. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Ich freue mich auf deine Buchung für Rom im Herbst oder aber bei den Workshops im La Pandu oder zur Grundlagen der Fotografie für Kinder und Jugendliche in Hamburg. Ich wünsche dir einen tollen Restmontag, guten Start in die Woche und immer schön daran denken, wir zwei, wir sehen uns wieder.